Wann werden diese Maßnahmen endlich fallen? Wann hören diese Regelungen endlich auf? 3 Gründe, warum diese Maßnahmen sehr bald fallen werden. Grund Nummer 1. Schau dir eine Welle an. Eine Welle hat eine Vorderseite und eine Hinterseite. Vorne geht es nach oben und hinten geht es nach unten. Das Gesetz des Ausgleiches. Wie ein Pendel, das von der einen Seite auf die andere Seite schwingt. Es gleicht sich alles aus. Wie zum Beispiel Winter und Sommer. Und jetzt, mit diesen Maßnahmen, mit diesen Regelungen, erleben wir eine sehr interessante Zeit. Es wird jetzt dieses Pendel enorm auf die eine Seite gezogen. Angst, Druck, Stress, Abstand nehmen, Krankheit und so weiter und so weiter. Wo ist der gesunde Mensch? Ein Moment bitte. Denn jetzt ziehen wir dieses Krankheitsbewusstsein auf die eine Seite und dann schwingt dieses Pendel vollautomatisch auf die andere Seite. Darum, wo ist der gesunde Mensch? Wir werden es alle noch erleben. Vom Krankheitsbewusstsein in das Gesundheitsbewusstsein. Und schön ist es, wenn wir jetzt einen gesunden Geist und einen gesunden Körper haben. Und diese Maßnahmen werden aufgrund dem Gesetz des Ausgleiches sehr bald fallen. Denn die noch so verrückten Maßnahmen ziehen dieses Pendel immer weiter auf diese Seite und schwingt dann umso mehr auf die andere Seite. Und das dauert gar nicht mehr so lange. Das geht vollautomatisch. Das ist eine vollnatürliche Geschichte. Grund Nummer 2. In der sehr professionellen Astrologie spricht man seit vielen Jahren von den Ereignissen, die in den letzten Monaten passiert sind. Und zwar punktgenau. Und genau diese Astrologie spricht jetzt davon, wir leben jetzt in einer Zeitenwende, auch das Gesetz des Ausgleiches. Wir haben seit 6000 Jahren ein Ego, ich selber, ich will, ich möchte, ich brauche Bewusstsein aufgebaut. Ein riesen Ego-Bewusstsein. Und jetzt sind wir in dieser Zeitenwende, wo genau dieses Ego-Bewusstsein endet. Und wir kommen jetzt in eine neue Zeit. Und das ist genial. Es ist höchste Zeit, würde ich sagen, dass dieses enorme Ego-Bewusstsein endet. Denn es ist mühsam, es ist langweilig, es macht Stress, es verursacht Leiden und Trennung und weiß Gott was alles. Diese Zeit beginnt jetzt. Jetzt. Grund Nummer 2, die Astrologie sagt ganz genau, jetzt sind wir in einer Zeitenwende. Ja klar, das wird jetzt nicht in eineinhalb oder in 3 Monaten passieren. Das dauert jetzt ein bisschen. Allerdings, es startet jetzt. Und Grund Nummer 3, oft spricht man von der Generation X. Das sind die Menschen, die jetzt circa 25 Jahre alt sind und alle darunter. Das heißt, alle, die jetzt geboren werden, bis zu den Menschen, die jetzt so circa 22, 23, 25 Jahre alt sind, das ist die Generation X. Und von dieser Generation gibt es, was glaubst du, wie viel weltweit? Es sind über, kommst du drauf? Es sind über 2,2 Milliarden Menschen weltweit. Und das ist auch ein Naturgesetz. Jetzt sind an den mächtigen Schalthebeln eher ältere Menschen. Und die neue Generation, die Generation Z, wird in einigen Jahren übernehmen. Das ist natürlich, das geht von selber. Und was ist dieser Generation wichtig? Gemeinschaft, Miteinander, Freiheit, Offenheit, Kreativität und so weiter und so weiter. Wir haben 3 Gründe. 3 ganz sichere Gründe, warum diese Krise oder diese Maßnahmen sehr bald enden werden. Wenn wir aber jetzt darauf warten, bis diese Maßnahmen enden werden, dann könnte es sein, dass wir enttäuscht sind. Denn wir leben in einem größeren Wandlungsprozess. Und alte Strukturen, verkrustete Ego-Strukturen, kommen jetzt ziemlich ins Wanken. Und das können jetzt einige Themen sein. Ich habe auf meinem YouTube-Kanal zum Thema Blackout mal ein Video gemacht. Das könnte eines der Themen sein. Es könnte auch das Thema Geld sein. Da können jetzt einige Dinge auf uns zukommen. Einfach alte Strukturen, die jetzt in der neuen Zeit
keinen Platz mehr haben. Und eigentlich könnten wir solche Dinge begrüßen, uns darüber freuen, denn wenn Altes geht, kann Neues kommen. Und das Neue bist du, das Neue bin ich, das Neue sind wir alle, wenn wir uns jetzt dieser Situation stellen, und zwar in unserer Kraft, in unserer Leichtigkeit, und uns nicht hineinziehen lassen in die Angst, in die Depression, in das trennende Bewusstsein, sondern in die Gemeinschaft, in das Miteinander, in das, was kann ich jetzt für mich tun? Es geht um mehr Energie für mich selber. Und wenn du das möchtest, du findest auf starkdynamisch.com einen Online-Kurs, der heißt Power Boost, und da geht wahrlich die Post ab. Ich hoffe, wir sehen uns bald, spätestens beim nächsten Video. Ich freue mich darauf. Bitte!